Muss ein Apotheker heute Multiplayer im Gesundheitsmarkt sein? Diese und weitere interessante Fragen bespreche ich heute mit unserem Interviewgast im Podcast Business Doc Erfolgsgeschichten Praxis. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben und die uns Einblicke in ihre persönliche, aber auch berufliche Geschichte ermöglichen. Insofern ist klar, nicht jeder ist als Unternehmer geboren und bei den meisten steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren wollen, dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businessdoc.online. Über unseren heutigen Gast freue ich mich wirklich sehr, denn auf ihn trifft dieses Wort Multiplayer in einer ganz besonderen Art und Weise zu. Ich freue mich, Kai Klintwörth begrüßen zu dürfen. Auf der anderen Seite, hallo Kai, möchte ihn aber vorab offiziell einmal vorstellen. Kai Klintwörth ist Apotheker, Betriebswirt und Mikronährstoffberater. Geboren 1980 in Lübeck. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Ich sehe sogar noch relativ kleine Kinder. Sehr frisch, dreifacher Vater geworden. Hat Chemie studiert an der Technischen Universität in Berlin. Hat Pharmazie studiert an der Universität in Greifswald. Hat dann noch einen Masterstudiengang in Betriebswirtschaft abgeschlossen und eine Ausbildung zum Mikronährstoffberater obendran gehängt. Wahrscheinlich einem langweilig oder hat er nicht genug zu tun. Und seit 2007 ist er also Apotheker in den Klintwörth-Apotheken. Seit 2012 fand die Gründung der Klintwörth-Apotheken-OHG statt und seit 2012 ist er Geschäftsführer der Klintwörth Medical GmbH. Kai, herzlich willkommen im Podcast Erfolgsgeschichten Praxis. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Oliver, freut mich auch. Ja, vielleicht noch eine Sache vorweg. Wir kennen uns auch privat, wir kennen uns persönlich, deshalb sind wir auch hier beim Du. Und ja, meine Einstiegsfrage einfach frei raus. Wer ist Kai Klintwörth? Was macht Kai Klintwörth privat und beruflich? Ja, also wie du schon, vielen Dank für die einleitenden Worte gesagt hast. Ich bin mit Leidenschaft Apotheker. Also das, was mir mehr oder weniger auch in die Wiege gelegt wurde. Ich betreibe 5 Apotheken mit meiner lieben Frau zusammen in der Region Lübeck, Bad Schwartau, Timmendorfer Strand und leite einen Medizinproduktehandel, die Klintwörth Medical, und begleite meinen Bruder, der 4 Sanitätshäuser hat, und Ende des Jahres eröffnen wir die 6. Apotheke und das 5. Sanitätshaus und tummeln uns quasi im Gesundheitsmarkt und bieten verschiedene Gesundheitsdienstleistungen an parallel. Und begleiten das natürlich schon eine ganze Weile. Und ja, das ist das, was mir sehr viel Freude bereitet. Ich gehe jeden Tag mit Spannung und Freude zur Arbeit, weil mich natürlich immer vieles erwartet bei dem mittlerweile mittelgroßen Unternehmen. Und ja, andernfalls bin ich stolzer Familienvater von 3 Kindern, habe 2 Mädels, die sind fast 5 und 3, und einen kleinen Jungen, der ist 14 Monate. Ja, und das füllt mein Alltagsleben auch weitestgehend aus, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also bei dem, was ich gerade alleine vorgelesen habe, bei deinem Lebenslauf und bei dem, was du jetzt gerade noch hinzugefügt hast, muss man ja fast fragen, reichen da 24 Stunden aus? Aber ich finde es sehr schön, dass du zwischendurch gesagt hast, dass auch die Familie eine große Rolle spielt und dass unter anderem ja auch deine Frau mit dir zusammenarbeitet. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Genau, die macht viel von zu Hause aus, Rechnungscontrolling, Personaleinsatzplanung, unterstützt das Marketing, die Aktionsplanung. Wir haben das Glück, dass wir auch sehr, sehr gute Mitarbeiter haben. Wir haben frühzeitig erkannt, dass wir eine 2. Führungsebene in unser Unternehmen einbauen müssen. So haben wir Abteilungsleiter für die einzelnen Niederlassungen, für die einzelnen Bereiche, ob das die Pflegeheimversorgung oder die Praxisversorgung ist, ob das fürs Marketing ist oder für den Einkauf. Und da haben wir einmal die Woche ein Meeting mit den Mitarbeitern. Das ist so the hour of power, morgens um 8 am Dienstag. Und da werden dann bestimmte Themen abgearbeitet. Jeder kriegt Aufgaben. Da gibt es ein kurzes Dokument und in der nächsten Woche wird das alles abgefragt und da gibt es die neuen Themen. Und so sorgen wir auch, dass die Abteilungsleiter das alles ins Team tragen und das gut funktioniert. Und was den Tagesablauf angeht, da stellt man sich ja schon die Frage, so was macht man Freizeit? Was ist mit Sport? Jemand, der Gesundheit anbietet, wie läuft das selber bei dem? Ich persönlich fühle mich sehr fit. 4 Tage die Woche stehe ich um 4 auf, bin morgens um 5 im Fitnessstudio, bin 6:30 wieder zu Hause, mache Frühstück für alle fertig und bin dann um 8 im Büro. Das ist so mein üblicher Tagesablauf.
Ich komme gar nicht nach, mir die ganzen Mehrwerte und wertvollen Infos, die du jetzt allein in den ersten fünf Sätzen rausgehauen hast, hier aufzuschreiben. Also ich will da noch mal kurz drauf eingehen. Also einmal das Thema Team hast du rausgestellt, ganz klar. Da höre ich so ein bisschen raus, das höre ich auch immer wieder in den Interviews, gerade mit erfolgreichen Menschen, die dann sagen, ja, es geht oft nur im Team. Wir brauchen ein gutes Team und nur wenn wir uns auf dieses Team verlassen können, mit dem Team arbeiten, funktioniert das. Was macht das Team so besonders? Kannst du da vielleicht zwei Sätze zu sagen? Das Team macht einfach generell besonders, also die Funktionen des Teams erstens. Wenn man jetzt die alte Hierarchie von damals holt und die Betriebsführung, wo einer oben sitzt, ein Kopf, der entscheidet alles und die unten mitlaufen, die müssen es mittragen. Das hat vielleicht eine Zeit lang gut funktioniert, aber wir befinden uns ja in einer Diversifizierung des Apothekenmarktes, des Medizin- und Gesundheitsmarktes allgemein. Und da ist es immer sinnvoll, viele schlaue Köpfe dabei zu haben. Und wenn man da zusammen Brainstorming macht und bestimmte Probleme bespricht, dann kommt am Ende auch immer was Gutes raus. Und ich habe gar nicht den Anspruch, dass die guten Ideen alle von mir kommen müssen, sondern mir ist A wichtig, dass wir eine vernünftige Entscheidung fällen, eine super Strategie haben und dass alle anderen das auch mittragen. Also ich bin der Meinung, so von der Führung eines Betriebes muss das heute mittlerweile auf Augenhöhe stattfinden, einfach damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen und Entscheidungen auch mittragen können und sagen, ja, ich kann mich mit dem Betrieb identifizieren und ich mache hier mit. Ja. Und wir haben einfach verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ich weiß nicht, ob du das DISC-Modell kennst, so dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft. Und da hat ja jeder unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Und das haben wir mal genau analysiert und auch die Arbeitsplatzbeschreibung für die Abteilungsleiter und die anderen Mitarbeiter versucht, also auf deren Fähigkeiten zuzugehen. Einen Schritt zurück vielleicht nochmal. Du hast ja gesagt, du bist in eine Unternehmerfamilie geboren und du warst da schon drin. War das immer Thema bei euch? Weil ich sag mal, diese Dinge, die du gerade beschreibst, höre ich auf der einen Seite heraus, du beschäftigst dich mit den Themen, also du bildest dich fort. Du bist auch eher nicht auf der einen Seite in eine Unternehmerfamilie reingeboren, aber der Prozess war ja vor 30 Jahren vielleicht ein anderer als heute. Wie bist du da hingekommen? Also auch zu dieser Einstellung, das ist ja ein Mindset, mit dem man da umgeht. Ja, auch das war ein Prozess. Also erstmal bin ich mehr oder weniger in eine Apothekerfamilie geboren worden. Ich selber bin in der fünften Generation der Betriebsleitung dieser Apotheken. Also das sind jetzt in den letzten Jahren mehr geworden, aber die eine Apotheke führt ihre Geschichte zurück bis ins Jahr 1793. Und ich selber bin eben die fünfte Generation innerhalb der Familie. Das heißt, mein Urgroßvater hat irgendwann diese Apotheke mal gekauft und das wurde dann, ja, meistens mit warmer Hand noch, aber manchmal auch nicht, dann an die Folgegeneration weitergegeben. Und insbesondere durch mein betriebswirtschaftliches Studium habe ich eine andere Sicht über das Thema Führung eines Betriebes bekommen und habe da das nötige Rüst und Werkzeug bekommen an der ISM in Dortmund, um ja für mich mit einem Wohlbefinden diesen Betrieb zu führen. Also die größte Herausforderung habe ich früher gesehen, als ich in das Unternehmen gekommen bin. Da kannten mich ja einige noch als ganz, ganz kleinen Jungen. Ich sage immer ganz salopp, da bin ich noch nackt um Tannenbaum gerannt und da kannten die mich schon. Ja. Auf einmal kommt da einer aus dem Studium zurück und soll den Betrieb leiten. Ja, für mich war die größte Herausforderung im Kopf zunächst, mache ich auf du oder auf sie oder wie mache ich es mit neuen Mitarbeitern und mit alten? Und darüber kann ich heute nur müde lächeln. Also wir haben einen ganz klaren Dudes-Command bei uns und wenn einer eine Ansage braucht, dann kann ich das mit du genauso gut. Und ansonsten habe ich eben einen sehr kollegialen, situativen Führungsstil. Mhm. Ja, und ich habe eben innerhalb dieses Studiums die Perspektive erweitert, wie ich gerne ein Unternehmen führen möchte. Das heißt aber auch, dass du dir tatsächlich ja diese Gedanken gemacht hast, aber du hast dann aber auch einfach gemacht und umgesetzt und du bist aus dem Studium gekommen, klar, mit dem Gedanken, Mensch, die kennen mich von früher, was sagen die, wenn ich das tue, aber du hast dann umgesetzt. Und das ist, glaube ich, ja das, was letztendlich den Unternehmer ausmacht, ist dann einfach auch zu machen und zu tun. Wenn wir jetzt mal gucken,
die Branche hat ja gerade Apothekerbranche, Medizinerbranche, Gesundheitsmarkt ja eine enorme Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren. Auch eine Veränderung. Also der Apotheker von heute ist ja vielleicht nicht mehr der Apotheker von vor 20 Jahren. Ist es notwendig, heute ein betriebswirtschaftliches Studium zu haben? Würdest du das bejahen oder geht das auch auf andere Art und Weise? Also ich meine, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Es gibt vielleicht Menschen, denen liegt das im Blut, diese Entscheidung so zu fällen, und die machen intuitiv alles richtig. Aber die Einblicke in betriebswirtschaftliche Aspekte, sei es Marketing oder Financial Reporting und Control, wenn du Zahlen vorgelegt bekommst, dann irgendwie die zu lesen und zu entscheiden, ist das richtig oder muss ich da nachhaken? Sonst ist man ja immer wieder abhängig von dem Steuerberater und deren Sicht und Fähigkeiten. Und der Markt der Apotheken ist nun mal ein spezieller. Also ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, zumindest betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu erlangen, ob man dafür jetzt ein Studium machen muss oder ob man das abgespeckt in der Weiterbildung macht oder andere Dinge. Das sei mal dahingestellt. Aber der Markt hat tatsächlich sehr, sehr viele Veränderungen durchlebt seit 2004. Das fing ja an mit damit, dass die apothekenpflichtigen Arzneimittel, also Aspirin und Co., aus der Arzneimittelpreisverordnung gefallen sind. Da war der Apotheker, der nun, ich sag mal, vorher staatlich geprüfter Schubladenaufzieher war, konnte frei kalkulieren und die Preise, die Verkaufspreise der Produkte selbst bestimmen. Das ist natürlich, ist eigentlich ein Apotheker da überhaupt gar nicht für qualifiziert, weil er kein Gefühl dafür hat, wie viel Marge brauche ich, wenn jetzt einer aus dem Studium kommt. Da findet Betriebswirtschaft ja fast gar nicht statt. Aber da nochmal, da möchte ich kurz mal eben rein, aber das ist ja genau heute das Problem, nicht nur der Apotheker. Also wir sprechen ja die gesamte Medizinbranche an, ja auch das Manko dieses Ausbildungsweges. Also ich werde vorbereitet auf den medizinischen Bereich, aber ich werde vorbereitet auf den betriebswirtschaftlichen Bereich, der mich aber eigentlich genauso fordert, sowohl in der Apotheke als auch in der Praxis oder in der Selbstständigkeit. Du hast das Ganze gelöst durch ein betriebswirtschaftliches Studium, aber kannst du jetzt schon sagen, gibt es irgendwie einen Rat zu geben, bereite dich vorher darauf vor, arbeite mal 2 Jahre als Angestellter in der Apotheke, damit du Abläufe mitbekommst, oder wie würdest du es heute machen? Das kann man natürlich machen, aber dann braucht man auch ein Agreement oder Commitment mit dem Inhaber, dass man ein bisschen über die Schulter blicken darf. Ne? Also sag uns mal, die ältere Generation der Apotheker, die sind ja immer sehr hamsterartig, was ihre eigenen Dinge angeht. Und da darf mir keiner über die Schulter gucken in meine Zahlen und so weiter. Das, ja, bei Ärzten ähnlich. Da muss man schon ein bisschen freier sein und sagen, okay, ich möchte, dass meine Mitarbeiter, so sehe ich, ich vergleiche das jetzt mal mit meinen Mitarbeitern, ich möchte, dass die selbstständig für die Betriebe oder Abteilungen, die sie führen, auch Entscheidungen treffen können. Ich möchte das Empowerment fördern, weil ich mir immer die Frage stelle, kann das nur ich oder gibt es vielleicht jemanden im Unternehmen, der das viel besser kann als ich? Mhm. Oder möchte ich, dass nur ich das mache? Und wenn man ein Stück weit Freiheit auch haben möchte, muss man eben delegieren und abgeben. Das ist nicht immer ganz einfach. Man muss auch eben anderen die Möglichkeit geben, Fehler zu machen. Und wenn man so einen Prozess durchlebt und auch die Möglichkeit hat, als angestellter Apotheker über 2 Jahre jemandem über die Schulter zu blicken und zu schauen, wie der das macht und vielleicht festzustellen, okay, so macht man es richtig oder so möchte ich es nicht machen, ist das sehr, sehr hilfreich. Aber es ist nicht einfach, so eine Stelle zu finden, wo man eben auch tiefe Einblicke in die ganzen Abrechnungsabläufe einer Apotheke bekommt. Ja. Ist es denn heute noch einfach, überhaupt in eine Apotheke einzusteigen oder eine Apotheke zu übernehmen? Du hast jetzt vorhin im Einstieg gesagt, ihr habt jetzt 5 Apotheken in der Konstellation, am Jahresende wollt ihr eine 6. Apotheke aufmachen. Ist das der Trend, dass es immer mehr gibt, die mehrere Apotheken leiten und führen? Oder gibt es auch noch den klassischen Einzelunternehmer, Einzelapotheker? Also es gibt beides. Es ist ein Trend erstmal generell von einer abnehmenden Anzahl an Apotheken, weil der Markt sich eben verändert. Die Marktbedingungen werden generell schlechter durch die ganzen Veränderungen, die stattgefunden haben. Also die Zahl der Apotheken war ja mal bei 20.000 und mal mehr und mal weniger. Mittlerweile haben wir uns so bei 19.000 eingependelt, glaube ich. Aber die Zahl der
Filialapotheken, die steigt parallel. Also es gibt viele Schließungen und von den Schließungen sind vielleicht einige auch Übernahmen als Filialen, wenn einer sagt, ich betreibe die als zweite Apotheke. Aber der Trend der Gesamtapotheken geht tendenziell etwas nach unten. Und das ist natürlich mit Herausforderungen verbunden, weil man ja nicht an zwei oder mehreren Standorten gleichzeitig sein kann. Das heißt, man braucht verlässliche, zuverlässige, gute Mitarbeiter. Und Apotheker oder PTAs und PKAs, das sind halt so die klassischen Berufe in Apotheken. Und das ist heutzutage alles andere als leicht, gute Mitarbeiter zu finden. Weshalb ich jedem raten kann, natürlich auch ein Stück weit selber die Mitarbeiter mit auszubilden. Das geht nur bei den PKAs und weil der Beruf des Apothekers ist, wie wir schon festgestellt haben, ein Studium. Mhm. Kommt man aus dem Studium und muss sich erstmal um 180 Grad drehen, wenn man in die Apotheke kommt, weil man als wissenschaftlicher Mitarbeiter ausgebildet wird und findet sich jetzt plötzlich in einem Unternehmen wieder. Und die PTAs, das ist ein Lehrberuf, da geht man also zweieinhalb bis drei Jahre weiterbildend auf eine Schule und macht eine Abschlussprüfung und dann ein Praktikum. Und wir sehen eben zu, dass wir eigene Mitarbeiter ausbilden, die PKAs und dass wir... Nochmal kurz für alle, die es nicht wissen, sagen, was ein PKA und PTA ist. Also der Beruf der PKA ist der pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Die machen sehr viel Warenmanagement, Backoffice, vielleicht auch Aktionsplanung in modernen Apotheken, nehmen die Anrufe der Kunden entgegen und kümmern sich um das Verpacken und Beliefern der Arztpraxen und einfach, dass alles gut ausschaut und gut funktioniert. Also das sind die fleißigen Bienchen, sage ich mal, in der Apotheke. Und dann die kaufmännische Sicht im Vordergrund gestellt. Die kaufmännische Sicht. Dann braucht man natürlich auch pharmazeutische Mitarbeiter und da sind die PTAs, das ist wie gesagt dieser Lehrberuf und die sind tatsächlich im Kundenkontakt und dürfen auch Arzneimittel abgeben, genauso wie die pharmazeutisch-technischen Assistenten und die anderen waren die kaufmännischen Assistenten. Ne? Genau. Richtig. Ja, und wir wollen halt aktiver Bestandteil sein von der Ausbildung und bieten denen Praktika an und haben einen richtigen Praktikumsbegleitschein, was sie bei uns machen. Die laufen durch alle Abteilungen und das fängt bei Schülerpraktikanten an. Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Beruf des Apothekers oder den Beruf in der Apotheke wieder attraktiv zu machen, weil das, was früher passiert ist, da kam ein Apotheker vom Studium, der muss dann natürlich auch irgendwie 6 Monate in der deutschen Apotheke praktizieren, wenigstens 6, insgesamt 12. Und wenn die dann nur Bonbons abfassen dürfen und irgendwie eine Salbe rühren und nichts Spannendes machen dürfen, dann sagen die nach den 6 oder 12 Monaten, alles klar, jetzt weiß ich, was ich nicht machen will. Ne? Da gehen eben viele in die Industrie, man kann als Apotheker ja auch viele Sachen machen heutzutage und es ist eben wichtig, dass wir den Beruf in der Apotheke attraktiv machen und halten, um für die Zukunft gutes Personal auch halten zu können und weiter ausbilden zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Bestandteil der Arbeit heutzutage. Ja, ist aber auch ein schöner Ansatz, weil letztendlich, gut, ist vielleicht nicht ganz uneigennützig zu sagen, wir möchten diesen Job oder diesen Beruf Apotheker interessant halten, interessant machen. Auf der anderen Seite die Gefahr natürlich auch da, dass irgendwann ein gut ausgebildeter Apotheker sagt, ups, ich bin so gut ausgebildet, ich möchte das gern selber machen. Aber trotzdem sehe ich dahinter ja, ein übergeordnetes Ziel zu sagen, der Beruf des Apothekers grundsätzlich soll interessant sein. Ihr denkt da eben nicht nur an euch. Das ist ein toller Ansatz, finde ich wirklich schön. Ja, wir eben auch den Mitarbeitern das so angenehm wie möglich zu gestalten. Ne? Das heißt, wir versuchen die blöden Prozesse in der Apotheke, wir befinden uns ja im Zeitalter der Digitalisierung, auch einfacher zu gestalten. Mhm. Wir arbeiten mit diesen Arzneimittelrobotern, mit sogenannten Kommissionierern. Das ist also sowohl für die PKAs einfach im Warenmanagement, weil die Kisten in der Belieferung meist nur noch auf den Band schütten und dann die Lieferscheinnummer eintragen, auf Start drücken und dann ist der Einlagerungsprozess vollautomatisch mit Verfallspflege und die Mitarbeiterin im Verkauf, die mit dem Kunden in Kontakt steht, die scannt das Rezept ein, das wird automatisch interpretiert, die kontrolliert, sind das die richtigen Positionen, ist das die richtige IK-Nummer von der Krankenkasse, ist die Unterschrift des Arztes drauf, ist das noch gültig, das wird alles digital unterstützt und dann parallel werden die
Arzneimittelpackung automatisch ausgelagert. Das spart sehr, sehr viel Zeit, das ist sehr effizient. Und dadurch haben wir mehr Zeit für den Kunden und können da unseren Mehrwert auch generieren. Und das ist natürlich das, womit man sich auch von anderen Apotheken unterscheiden kann. Das finde ich hochinteressant. Also ihr nutzt das Thema Digitalisierung, um letztendlich Prozesse zu vereinfachen, um Prozesse effektiver zu machen, also sowohl von der kaufmännischen Seite als auch letztendlich auf der persönlichen Ebene, denn dann habt ihr wieder Möglichkeiten, den Patienten in der Apotheke so zu beraten und zu begleiten, wie man sich es vorstellt. Ich habe immer noch diesen Satz im Kopf, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, und da ist ja der große Unterschied. Das interessiert mich nochmal sehr. Also diese Frage danach, was passiert in der Apotheke? Du hast jetzt gerade von systematisierten Abläufen gesprochen, von Versand, der automatisch läuft, wo Apotheken beliefert werden, wo Ärzte beliefert werden, vielleicht auch andere Apotheken beliefert werden. Aber was passiert in der Apotheke? Also wie wichtig ist es, ich nenne es jetzt mal so, welche Geschichte erzählt sich euer Patient oder der Kunde, der in die Apotheke kommt, wenn er wieder rausgeht? Ja, das ist eben wichtig. Also wir wollen ein Erlebnis schaffen für den Kunden, und das schaffen wir nur, indem wir die Zeit mit unseren tollen Mitarbeitern verlängern, sie intensivieren, ein Erlebnis schaffen. Das funktioniert nicht, wenn du dir vorstellst, klassische Apotheke, du hast ein Rezept, hast vielleicht gerade eine Stunde gewartet beim Arzt, weil die Bude voll ist und alle krank sind vor dem Feiertag und weiß der Kuckuck was. Kommst jetzt in die Apotheke, musst du auch noch anstehen, und dann ist da eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, nimmt das Rezept entgegen, sagt noch nicht mal Danke oder so, tippt 4 Minuten auf dem PC ein, macht komische Grimassen, komische Geräusche und sagt am Ende dann, kleinen Augenblick bitte, als hättest du noch nicht gewartet. Verschwindet dann und du weißt ja nicht, kommt die wieder oder kommt die nicht wieder? Ja, genau. So, und irgendwann eine Packung, die werden da hingelegt. Und dann heißt es, ja, 15 Euro. So, das war jetzt natürlich ein absolutes Worst-Case-Beispiel und auch etwas despektierlich dargestellt. Aber wir wollen eben, dass wir den Kunden gleich begrüßen und diese Eingabeprozesse automatisiert sind, die Kontrolle weitestgehend automatisiert ist und wir dann mit dem Kunden auch darüber sprechen können, was er verordnet bekommen hat und welche Frage stellen und wofür das ist und ob wir vielleicht ihm noch was Zusätzliches anbieten dürfen. Wir müssen ja nicht immer mehr verkaufen, aber die Qualität der Beratung und die Qualität des Besuches, wir wollen, dass der Kunde glücklich rausgeht und sagt, jo, hier möchte ich gerne wieder hingehen. Das ist unsere Aufgabe, nicht unbedingt immer mehr zu verkaufen als andere, sondern den Kunden langfristig an uns zu binden, denn wir stehen nicht nur mit anderen Apotheken, sondern auch mit dem Versandhandel im Wettbewerb und letztendlich mit allen Unternehmen, wo Menschen Geld ausgeben können. Und deswegen, wir brauchen ein positives Erlebnis in der Apotheke, damit sie langfristig ihre Berechtigung hat. Ja, und genau das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, tatsächlich, weil die Konkurrenz, gerade Thema Versandhandel oder auch das Thema der großen Pharmakonzerne, die ja auch dazu übergehen, selber den Versandhandel zu betreiben oder davon leben, Versandhandel unmittelbar über das Internet zu generieren, also nicht nur für den Patienten, sondern letztendlich auch für andere Apotheken. Da kommt vielleicht schon zu dem, was ihr sonst noch betreibt. Du hast ja gesagt, du bist Geschäftsführer der Clintworth Medical GmbH. Kannst du vielleicht da 2 Sätze mal zu sagen, wie ihr da mit diesem Thema umgeht? Das sind jetzt ja mehrere Themen, die du angesprochen hast. Also Versandhandel ist ja ein brandaktuelles Thema seit einigen Jahren. Da komme ich am besten gleich noch zu. Ja. Aktuell, was machen wir mit der Clintworth Medical und in der Apotheke? Also wir versorgen im Speziellen sehr viele Pflegeeinrichtungen in der Region. Das ist ja auch ein Markt, der sich weiterentwickelt und auf dem man sich positionieren kann. Das ist ein sehr dienstleistungsintensiver Markt. Aber wenn man das richtig betreibt, ist es auch lohnenswert. Und wir versorgen sehr, sehr viele Arztpraxen in der Region und überregional. Das heißt, da versenden wir auch selber. Also wir sind selbst auch ein Versandhandel, wenn du so willst. Wobei bei uns ein persönlicher, klassischer Kontakt auch übers Telefon intensiv stattfindet. Und wir versorgen nicht nur die Arztpraxen mit Sprechstundenbedarf und Praxisversorgung, sondern unterstützen die in vielen Prozessen mit der Clintworth Medical, die als Medizinproduktehandel
eben auch in der Ausstattung der Arztpraxis anfängt, das Hygienemanagement macht, die Melathermgeräte und sowas da reinliefert und wir auch die Wartung dazu machen, bis hin zur Abnahme von Hygienevorschriften. Wir liefern Einmalartikel bis hin zu Espresso-Maschinen oder einem gynäkologischen Stuhl und wie gesagt dem technischen Service und begleiten auch für das Wundmanagement in der Praxis. Also mit eigenen Wundschwestern oder wenn wir eine Kooperation mit anderen haben, liefern wir auch nur das Material dazu und die rechnen das selber ab. Ist das der Weg für die Zukunft? Also zu sagen, ich brauche nicht als Apotheke den Arzt in meinem Haus, ich brauche nicht den Arzt gegenüber, sondern ich bin so breit aufgestellt, dass ich sagen kann, ich beliefere den Arzt, egal wo er in meiner Region ist, weil dann ist auch egal, ob ich jetzt einen Arzt unmittelbar als Apotheke gegenüber habe. Ist das der Weg? Oder ja, also brauche ich beides? Man braucht beides. Es ist ein Trugschluss, dass wenn man ein guter Dienstleister für die Arztpraxis ist und die weiter weg liegt, dass man automatisch die Patienten, die dorthin gehen, selber als Kunde in der Apotheke hat. Das ist noch ein anderer Weg. Das ist dann wieder Aufgabe des Marketing der Apotheke, dafür zu sorgen, dass diese Kundenströme in die Apotheke kommen, weil man Dinge anders macht, weil man besonders ist, weil man eigene bestimmte Sortimente hat oder bestimmtes Spezialwissen über Gebiete. Also ich finde es auch gut, wenn Apotheken sich auf bestimmte Themen spezialisieren, wo die Kunden einfach sagen, okay, wenn ich weiß, ich da muss ich hin, weil da finde ich meine Lösung. Das ist ein langer Weg, aber der ist richtig. Und das Thema Praxisversorgung ist für uns insofern spannend, als dass es natürlich eine Synergie für die Clinford Medical bietet. Weil wir dann nicht, also wenn ich jetzt die Sicht des Unternehmers von dem Medizinproduktehandel habe, dann kann ich da ja nicht alle Arzneimittel liefern. Aber das macht in der Kooperation Sinn. Ne? Wir beliefern viele Betriebsärzte mit Impfstoffen und so weiter und so fort und bieten dann eben ein Rundumpaket. Und das machen wir insbesondere natürlich auch mit den Sanitätshäusern für die Pflegeeinrichtungen. Mhm. Bei einer Pflegeeinrichtung treffen sich quasi alle drei, Apotheke, Sanitätshaus und Medizinproduktehandel. Also greift wieder das Zusammenspiel zwischen allen Themen, also zwischen dem Thema Digitalisierung, Systematisierung, Abläufe, aber eben auch immer noch der persönliche Kontakt. Dann nochmal eine nächste Frage darauf, wie wichtig ist denn die unmittelbare Zusammenarbeit, die Kooperation mit den Ärzten, also oder mit einem Arzt. Ich war gestern erst bei der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Westfalen-Lippe mit einer Ärztin zusammen. Da ging es um das sogenannte Arzneimittelbudget. Das war eine ganz normale Hausärztin, also ohne Wertung, einfach eine gut gehende allgemeinmedizinische Praxis mitten im Ruhrgebiet. Da haben wir über das Thema Arzneimittelbudget gesprochen. Die gute ist jetzt seit 2,5 Jahren niedergelassen. Da muss man hin und wieder mal ein bisschen drauf gucken. Das ist schon eine Größenordnung, ein Arzneimittelbudget, was da umgesetzt wird, alleine in einer einzelnen Arztpraxis, also in einer normalen hausärztlichen Praxis. Die macht ein bisschen diabetische Versorgung dabei. Aber wie wichtig ist aus eurer Sicht diese unmittelbare Zusammenarbeit? Und deshalb vielleicht auch nochmal die Frage, wie wichtig ist doch der Arzt gegenüber oder im eigenen Haus? Also die Zusammenarbeit ist extrem wichtig für uns. Gerade im Bereich der Pflegeheimversorgung haben wir sehr, sehr viele Versicherte oder Bewohner der Einrichtung, die multimorbid sind, die verschiedene Arzneimittel bekommen. Profile mit 8, 9, 10 Arzneimitteln sind heute keine Seltenheit mehr. Und manchmal macht es Sinn, da eben genauer drauf zu schauen und auch gemeinsam mit dem Arzt zu überlegen, wie man wieder mehr Lebensqualität schaffen kann. Das ist eine Kommunikation mit der Arztpraxis, die nach und nach entsteht, die auch auf Augenhöhe stattfinden muss, wo dieses Spielchen der Hierarchie zwischen Arzt und Apotheker endlich mal beseitigt werden soll. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, wenn man eine gute Beziehung, auch persönlicher Art, zu den Arztpraxen aufbaut. Und das ist natürlich da besonders leicht, wenn die im eigenen Haus sind, weil die Wege kurz sind und man keine Störer hat. Störer sind für mich, wenn man nur ein Telefon in der Hand hat oder sogar nur schreibt, weil ja immer auch die Mimik und der Tonfall und so insgesamt eine Rolle spielt. Und da beide Berufe, sowohl die des Apothekers als auch der des Arztes und der Arzthelferin und alle, die da sind, sehr stressig ist, kann das sehr schnell passieren, dass da mal was falsch aufgefasst wird. Also ich halte aber die Kommunikation mit den Arztpraxen
im engen Austausch für unerlässlich. Ne? Natürlich soll man nicht wegen jeder Kleinigkeit da anrufen und versuchen, mit denen was auszudiskutieren. Das stört auch deren Ablauf. Also es ist sinnvoll, als Apotheker zu wissen, wie der Ablauf in einer Arztpraxis funktioniert und dann auch sich zu überlegen, wann macht es Sinn zu kontaktieren, mit welchen Themen und für welche Entscheidungen. Wenn ich da anrufe und sage, hier gibt es ein Problem mit einer Interaktion von zwei Arzneimitteln, dann sagt der Arzt, ja, ist ja schön, du schlauer Apotheker, du hast wahrscheinlich irgend so ein tolles Tool, was dir das sagt. Das weiß ich auch, aber ich habe das bewusst entschieden. Sodass man also nur nach der Schwere der Interaktion sich meldet und immer einen Lösungsvorschlag parat hält. Mhm. Ja, weil man ansonsten auch manchmal den Arzt einfach in eine Situation bringt, wo er ad hoc, er hat sich ja selber nicht vorbereitet, man selbst als Apotheker hat sich aber vorbereitet, eben nicht ad hoc die Lösung hat, und das ist eben eine unangenehme Situation und die kann auch nicht förderlich sein für die Kommunikation. Deswegen, wenn man da anruft, braucht man immer einen Lösungsvorschlag, und das funktioniert bei uns wunderbar, dieses Arzneimitteltherapie-Management, aber auch ansonsten ist es wichtig, und ich sage jetzt mal so die kleinen Aufmerksamkeiten im Leben, halten auch eine Freundschaft. Ich sage jetzt nicht, dass man da Geschenke vorbeibringen soll, aber das freundliche Wort am Telefon oder einfach mal eine kleine Aufmerksamkeit bringt da viel. Ich glaube aber also einfach die Zusammenarbeit und die Kooperation und damit der Austausch und eben einfach der grundsätzliche Austausch, die ständige Zusammenarbeit eben nicht nur dann, wenn ich jemanden brauche, sondern wie du gerade sagst, einfach einen ganz normalen Tagesablauf miteinander kommunizieren, das ganzheitlich auch sehen und ganzheitlich eben jetzt nicht nur in Bezug auf das Verschreiben von Medikamenten, sondern auch die Patientenbetreuung, die ganzheitliche Patientenbetreuung. Da würde ich gerne zum Schluss nochmal, weil wir haben schon 30 Minuten, ich könnte noch irre lang mit dir sprechen, das ist so interessant. Also ich habe noch so viele Fragen hier stehen, aber die werden wir leider heute gar nicht mehr beantworten können. Vielleicht gucken wir uns nach, dass wir nochmal einen zweiten Termin zusammen machen. Vielleicht nochmal dieses Thema, das hattest du kurz persönlich angesprochen vorhin, bezogen auf deinen Lifestyle, ich nenne es mal Freizeitverhalten und so weiter. Du hast gesagt, ja, gute Ernährung. Du bist ja auch noch ausgebildeter Mikronährstoffberater. Du machst auch noch etwas zum Thema wie ernähre ich mich gut und bewusst und gesund? Und ich glaube, ihr stellt auch noch selber Produkte her. Habe ich das noch richtig im Kopf? Also ja, wir haben eigene Sortimente. Genau, ihr habt eigene Sortimente in der Apotheke. Und auch da ist ja vielleicht nochmal zu überlegen, inwieweit öffnet man auch eine Kooperation mit Ärzten zu einem Thema, wo es eben nicht nur um das Verschreiben von Medikamenten geht, sondern vielleicht auch um das Thema Prävention und Vorsorge. Und ich finde deshalb die Kombination bei dir so spannend, weil du wirklich alle drei Bereiche abdeckst. Wie verhält sich das zu dem Thema? Also das ist überhaupt mein Traum, ne? Dass den Ort der Apotheke weg vom Ort der Krankheit hin zu einem Ort der Gesundheit, Prävention. Ich möchte mir was Gutes tun und gehe in die Apotheke. Also das ist so ein Traum von mir, ist nicht ganz einfach. Ja. Und da spielt natürlich die Versorgung mit Mikronährstoffen, ist ein idealer Einstieg für die Prävention und die Therapie. Und das ist aber nicht ganz einfach in der Kooperation mit Arztpraxen, weil ja das, sage ich mal, nicht so gerne gesehen ist, dass der Arzt und der Apotheker so sich Kunden in die Hand reichen. Der Kunde muss ja immer die freie Apothekenwahl haben, aber es gibt dennoch Möglichkeiten im Best-Practice-Beispiel, wo das Sinn macht, einfach mal auch auf den Arzt zuzugehen und mit dem zu besprechen, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Versorgung unserer Kundenpatienten besser ist in der Therapie, und wie können wir gemeinsam neue Kunden ansprechen für das Thema Prävention. Also der Markt boomt ja. Gesundheitsmarkt ist der sich am stärksten entwickelnde Markt. Und wenn man da jetzt nicht bei ist, zeitnah, dann lohnt es sich auch da nicht mehr einzusteigen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten. Ernährung ist ein Riesenthema. Gewichtsmanagement ist ein Riesenthema. Prävention von Krebs und Diabetes und Multiple Sklerose. Da machen wir viele Vorträge. Das machen wir auch gerne mit Ärzten zusammen. Und haben verschiedene Konzepte, wie wir eben das Gewichtsmanagement und die Prävention betreiben. Also Prävention ist in aller Munde, keiner weiß, wie es geht, und wir machen es einfach. Ja, aber das ist eben genau der große Unterschied. Sehr schön an der Stelle, dass du nochmal gesagt hast, wir machen es einfach.
sozusagen, das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Man tut Dinge, die über die andere reden. Und ich glaube, das macht euch in der Konstellation, so wie wir es jetzt beschrieben haben, sehr erfolgreich und auch, ich finde, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es kommt genau so an, wie du es meinst. Und wie gesagt, wir kennen uns persönlich und ich habe dich genau auch so an anderer Stelle gesehen. Ich habe einen Vortrag von dir gehört. Da geht es genau um dieses Thema, auch um dieses Thema Prävention und Zusammenarbeit. Ich glaube, wenn man das noch weiter in der Zukunft entwickelt, und da können wir vielleicht aus unterschiedlichen Ebenen unseren Teil dazu beitragen, also ich kann keine Gesundheit, aber ich kann eben dafür sorgen, dass wir auch mehr Apotheker bekommen, dass wir mehr Ärzte bekommen, die sich genau um dieses Thema kümmern, sodass wir das Thema Gesundheit auch in der Zukunft, das haben wir ja an anderer Stelle auch schon mal gesagt, zum Statussymbol für die Zukunft machen und eben nicht mehr über mein Haus, mein Auto sprechen. Kai, wir haben jetzt über eine halbe Stunde, 35 Minuten schon durch. Ich möchte zum Schluss mit dir noch eine kleine, kurze Frage- und Antwortrunde machen. Ja. Ich würde gerne aber nochmal sagen, dass wir alle Infos zu dir, zu der Apotheke, zu den Themen auch verlinken. Also wenn jemand, kann ja sein, dass jemand sagt, Mensch, ich möchte gerne mal wissen, wie machen die das? Wie können wir denn oder wie können die Ärzte, Mediziner, die sich das anhören oder anschauen, mit dir in Kontakt treten? Ja. Können sie? Ja, dann verlinken wir das einfach alles. Gibt es einen Kanal, der besonders geeignet ist? Facebook, YouTube? Also Facebook, YouTube, klar, E-Mail, WhatsApp, okay. Sofern keine persönlichen Daten ausgetauscht werden. Ne? Ab ich sagen, morgen 25.05. Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung, das Unwort des Jahres. Genau, ja, wahrscheinlich ist es das. Hilft uns 15 Jahre zurück. Aber gut, also das machen wir, verlinken wir auf jeden Fall, sodass wir die Möglichkeit haben, nochmal da mit dir in Kontakt zu treten. Finde ich super. Vielen Dank dafür. Ja, zum Schluss nochmal die Frage in Richtung Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich das Thema Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 10 Jahren? Ja, wir haben jetzt vorletzte Woche beim Deutschen Ärztetag die Aufhebung des Fernbehandlungsverbots erlebt. Und ich persönlich glaube, dass das der erste Schritt war, bei dem wirklich in medizinische Dienstleistungen die Digitalisierung viel Einzug hält. Mhm. Ich war in Basel bei der Firma Medgate, die ist so europaweit der größte Anbieter für Telemedizin, und habe mir weitere digitale Unternehmen angeguckt in Zürich und München. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Thema Telemedizin Einzug hält, die Entwicklung hoffentlich nicht unbedingt hin zu Versand, weil ja der Schritt nachher, wenn es ein digitales Rezept gibt, relativ einfach sein könnte. Wir müssen eben schauen, dass es uns Apotheker weiter gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es so kleine Minikliniken gibt, wo eine MTA ein bisschen Kapillarblutanalyse macht und der Arzt digital dazugeschaltet wird und so eine Versorgung stattfindet, die kosteneffizient ist. Auch wenn der Deutsche Ärztetag gesagt hat, die wollen das Thema Telemedizin und das Fernbehandlungsverbot nicht aufheben, um Kosteneinsparungen zu haben. Ich fürchte aber, dass der Markt sich in diese Richtung entwickelt, weil die Kosten so immens sind, dass quasi Einsparpotenziale Pflichtprogramm sind. Und ich denke einfach, so wie du es vorhin auch vortrefflich gesagt hast, das Thema Gesundheit und Gesundheitserhaltung, das wird einfach ein Luxusgut. Mhm. Und, ich finde das Thema ganz spannend und ich glaube auch, dass Telepharmazie da Einzug hält und wir einfach in Zukunft viel, viel mehr liefern werden zu unseren Kunden, und das Thema ständige Erreichbarkeit wird sicherlich auch irgendwann eine Frage sein. Ich glaube, du hast in dem Interview heute oder in den Aussagen heute genügend Gründe dafür geliefert, warum es den Apotheker in der Zukunft auch weiterhin noch geben sollte. Zweite Frage, würdest du heute gerne irgendwas anders machen? Nein. Wunderbar, einfache Antwort. Gibt es einen Ort auf der Welt, wo du gern arbeiten würdest? Also ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn du mir die Frage stellst, ich liebe Frankreich und das Savoir-Vivre, weil man lebt einfach wie Gott in Frankreich und ich kann mir vorstellen, da zeitweise was zu tun. Aber mein Leben ist geprägt von Stress leider, aber ich brauche Stress zum Atmen. Ich genieße das sogar. Das ist ein bisschen verrückt, aber das ist so. Und ich war noch nie in Südafrika, aber wenn ich mir Bilder und Schilderungen von Freunden und deren Erlebnisse anhöre, dann könnte ich mir auch vorstellen, da mal zu arbeiten. Okay. Hat aber jetzt keinen medizinischen Hintergrund, dass du sagst, ich möchte gerne nach Frankreich, weil da ist das Apothekenrecht oder das Thema Apotheke ganz anders aufgestellt. Ne? Nö. Ich bin hier im Norden von Deutschland zu Hause. Ja. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen hat, erreicht hat, motiviert hat, so in der letzten Zeit, wo du sagen würdest, den muss man sich mal anschauen? Jetzt zum Thema Medizin
Muss nicht unbedingt. Ein Buch, was mich sehr begleitet, das ist aber jetzt nichts, was man so durchlesen kann, sondern das ist ein Nachschlagewerk im Thema Nahrungsergänzung. Das nennt sich Metabolic Tuning von Uwe Gröber. Mhm. Das ist hochspannend. Okay. Wenn man da eine Krankheit hat, die liest man sich durch, was ist da stoffwechselphysiologisch, was kann man ernährungstechnisch tun, was kann man präventionstechnisch tun in der Therapie mit Mikronährstoffen und Lebensstil. Das ist so meine Bibel für die Gesundheit. Das ist, da lese ich immer wieder gerne drin und hole mir Anregungen für Ratschläge und Begleitung für unsere Kunden. Okay, super. Das werden wir auf jeden Fall verlinken, in die Shownotes mit reinnehmen, sodass man das direkt auch sich anschauen kann. Und zum Schluss, die letzte Frage ist für mich immer ganz hochinteressant, weil ich bin natürlich immer auf der Suche nach besonderen Podcast-Gästen hier. Hast du jemanden, den du uns hier für den Podcast empfehlen kannst, kann aus dem medizinischen Bereich? Wäre natürlich toll, wenn irgendjemand da als Tipp hier anzusprechen wäre. Also hochspannend und ich, so eine Art Mentor im Bereich Ernährung und Nahrungsergänzung ist ein guter Freund von mir und das ist der Henning Pless aus Kiel. Okay. Dann werde ich dir mal mit, vielleicht kannst du mir dann nochmal die Daten dann zur Verfügung stellen, wenn wir mit reinnehmen, da werde ich mich mal einfach an den wenden. Ja, Kai, ganz lieben Dank an diesem, was haben wir heute, Donnerstagmorgen, dass du dir die Zeit genommen hast, die Dreiviertelstunde hier uns mal Einblicke in dein persönliches und auch berufliches Leben zu geben. Hochspannend, wie gesagt, ich glaube, wir hätten noch eine Stunde sprechen können. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal bald wieder persönlich. Und vielen Dank auch fürs Zuschauen und Zuhören hier an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wir bitten, wie zum Schluss immer, nochmal eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir auch in Zukunft erfahren, ob wir Dinge noch besser machen können. Bewerten Sie auch mal, schreiben Sie ruhig ein bisschen was da rein. Das hilft uns immer, so interessante Gäste wie den Kai Klintwirth auch mit ins Boot nehmen zu können. Und vielen Dank an dieser Stelle und denken Sie mal dran, bleiben Sie aktiver, unternehmen Sie was. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir.